Was sind denn Ihre ersten Erfahrungen mit den amerikanischen Soldaten gewesen in Kindheit und Jugend? Ich kann mich erinnern, ich war ganz klein und die sind zu uns ins Dorf gekommen mit der ganzen Ausrüstung und dann haben sie tatsächlich so Essenspakete verteilt, die wir als Kind ganz toll fanden, auch wenn es ziemlich eklig geschmeckt hat. Sie haben dann Manövererfahrung quasi? Wir sind damals zum Feld raus und haben uns das eben angeguckt, wie sie da so ihr Lager aufgebaut haben. Ja, und dann sind halt die Soldaten anscheinend mit den Panzern durchs Feld gefahren und haben das ganze Feld kaputt gemacht. Als Kindheitserinnerung habe ich so, dass wir halt meistens auf den Golfplatz gegangen sind, an der Autobahn und haben da die Golfbälle gesammelt und haben die dann später auch wieder verkaufen können. Das war so ein kleines Zubrot als Taschengeld. Und was halt noch vor dem ersten bzw. zweiten Golfkrieg war, wir haben halt immer mit dem Fahrrad einfach die Abkürzung durch die Kaserne genommen. Und als dann beim Desert Storm danach die Kasernen geschlossen worden sind, dann war es halt erstmal immer ein großer Umweg für uns, mit dem Fahrrad dann außenrum über den Berliner Ring zu fahren. Als Kind habe ich die Panzer vorbeifahren sehen und dann diese wunderschönen Cadillac und das alles habe ich noch so wahrgenommen. Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal die US-Armee wahrgenommen haben in Bamberg? Das war, wie ich an der Hand von meiner Mutter über die Kettenbrücke gelaufen bin und vom Amerikaner so ein Stückchen Schokolade geschenkt gekriegt habe. Also ich arbeite seit 1968 bei der US-Armee, habe dort angefangen als Kraftfahrzeugmechaniker und zum Schluss war ich leitender Kraftfahrzeuginspektor. Was wird sich denn in der Stadt verändern, wenn die Amerikaner nicht mehr da sind? Es wird sich einiges verändern, vor allen Dingen für die Leute, die mit den Amerikanern groß geworden sind, so wie ich im Endeffekt. Die hinterlassen einfach ein Loch. Deswegen regnet es ja heute auch, weil Bamberg weint. Ja, sicher fehlen die Amerikaner in der Stadt, vom Bild her. Und viel verändern, glaube ich, fast nicht. Das kann man auffangen, von der Wirtschaft her. Und schwierig wird es halt jetzt ein bisschen mit dem Gelände da draußen. Ne? Da wird viel gesprochen und so weiter. Vor allem dieses große Gelände, was frei wird, das kann man ganz toll nutzen. Und vor allem kenne ich dieses Sportgelände, was sie dort haben. Ich habe die Halle mir mal angeguckt und ich kenne ganz viele Vereine, die sehr großes Interesse daran haben. Insbesondere die Frisbee-Abteilung vom FC Wacker, die möchte gerne die Halle nutzen. Ich kann es noch nicht sagen, wie sich das entwickeln wird. Also ich denke mal, dass die Stadt sich wirklich bemühen muss, ein sinnvolles Konzept auf die Beine zu stellen. Möglichst unter Einbeziehung der Bürger natürlich. Jetzt nicht einfach nur alles über die Köpfe hinweg entscheiden. Wichtig ist es halt, dass sich zum Beispiel die Uni genügend Gelände bekommt. Studentenwohnheim wäre was. Flüchtlingsheim ist schon in Diskussion gestellt worden, was ich auch sehr positiv finden würde. Und natürlich auch die ganzen Sportanlagen. Also das ist eine große Chance. Und da müsste man was für den Breitensport tun und einfach diese Anlagen auch möglichst schnell der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Nicht so wie in Würzburg, wo das Gelände seit 4 Jahren brach liegt. Es war ein guter Arbeitgeber. Ich denke, die Erinnerung ist immer da. Die es miterlebt haben, die Erinnerung bleibt. Ich glaube nicht, dass die sich auslöscht.